In einer Beziehung haben wir Regeln und die große Frage ist, weil es ganz viele tun, darf ich Tindern? Und Tindern ist für mich ein absolut harter, fieser Graubereich. Eigentlich darf ich nur Tindern, wenn beide Tindern. Da geht's schon mal los und der Tindert, will überhaupt nicht, dass sein Partner Tindert. Warum nicht? Weil es eigentlich nicht okay ist. Warum? Weil Tindern einfach für Dating steht und Dating-Apps haben in der Beziehung einfach nichts verloren. Wer es macht, ist nicht mehr ganz korrekt. Wenn ich rausfinde, und diese Frage habe ich schon sehr häufig von Kunden gehabt, vor allem von Kundinnen, bei denen der Freund auf Tinder war und sie haben das festgestellt, dann muss ich einen guten Zeitpunkt abpassen, und zwar möglichst bald aber auch, und ihn damit konfrontieren. Am besten, ich hau richtig schön drauf. Und wie mache ich das? Ich mache das, indem ich ihm sage, ich habe das Profil gar nicht gefunden, aber eine Freundin von mir oder noch schlimmer, meine Schwester, meine Verwandte und so weiter, die haben dich auf Tinder gesehen. Das war unendlich peinlich und die haben mir schon geraten, dass ich mich von dir trennen soll, weil ich muss eine Klatsche auspacken. Wenn nämlich jemand schon auf Tinder ist, dann hat der meistens schon wieder Blut geleckt und das ist ganz gefährlich, wenn jemand Blut leckt. Gerade wenn ich am Anfang erstmal Leute date und ich selbst als Date-Doktor mal, ich empfehle, dass man mehrere Leute datet. Warum? Weil aus so vielen Dates gar nichts wird. Na, ist ja die Frage immer so, wann ist der goldene Zeitpunkt, wo ich aussteige und in eine Beziehung einsteige? Und ehrlich gesagt, das ist auch die Antwort. Genau in dem Moment, wo ich merke, dass ich eigentlich in Richtung Beziehung komme. Und es ist so ein Moment, beide sollten darüber auch kurz sprechen, weil das ist eine Sache, über die kann man sprechen. Weil wenn man merkt, wie das irgendwie so ein bisschen ernster wird, dann kann man sagen, du, für mich wird das jetzt langsam was Ernsteres. Wie geht's dir eigentlich damit? So ganz vorsichtig, keinen Druck aufbauen. Dann sagt der andere, mir geht's genauso. Und das ist der Zeitpunkt, wo man auch sagt, du, hier und jetzt, für mich ist ganz klar damit auch kein Tinder mehr oder kein Dating-App mehr oder sonst was. Und dann kann man sich darauf sogar richtig einigen, dass das der Schlusspunkt ist. Schlussstrich.